aber irgendwie was mit Rhythmus, das brauchte ich irgendwie schon immer. Ich habe den Eindruck, dass Sikra jetzt Flügel bekommt. Ich möchte gerne ein bestimmtes Lied singen, das ist voll mein Thema. Wir haben ein zustimmendes N. Sie dürfen jetzt also zustimmen. Ist zu gut. Die singenden Krankenhäuser bieten Patienten spezifische Angebote, Singangebote an. Das heißt, Singangebote, die jeweils auf die Patientengruppe zugeschnitten sind, um einfach das Potenzial des Singens noch besser abrufen zu können. Und wie wir dann aber begonnen haben, vor 9 Jahren, war das einfach so, dass diese Gruppe unglaublich schnell größer wurde, dass immer mehr Teilnehmer kamen, dass uns immer mehr die Teilnehmer gesagt haben, wie gut es ihnen tut. Und ich war selber völlig überrascht, dass Menschen mit schweren Depressionen plötzlich völlig glücklich sind oder dann auch sagen, sie haben eine Stunde lang überhaupt nichts mehr gedacht. Wo man ja weiß, so aus der klinischen Erfahrung, dass oft bei Menschen mit schweren Depressionen ständig ein Grübeln da ist und dass die nicht mehr abschalten können. Permanent negative, selbstentwertende Gedanken. Und dass sowas überhaupt möglich ist, dass Singen das bewirken kann, das fand ich unglaublich faszinierend. Körperlich, das wurde ja heute schon sehr schön auch von der Ministerin Steffens gesagt, passiert ganz viel beim Singen, unter anderem auch, dass das Immunsystem gestärkt wird, dass meine Atmung verbessert wird, dass ich mich einfach körperlich wohler fühle und die Synapsen im Gehirn auch besser schalten und walten, und die Verbindung einfach hergestellt werden. Professor Burginion, eine Anthropologin, die hat schon sehr früh, ich glaube, das war in den 80er Jahren, schon Naturvölker untersucht, also indigene Kulturen, und festgestellt, dass in über 90% aller indigenen Kulturen Rituale eine wichtige Rolle für Heilung spielen, die mit Bewusstseinserweiterung und Trance verbunden sind. Das heißt, unsere westlichen Kulturen sind eine Ausnahme. Ja? Also praktisch weltweit in allen indigenen Kulturen über tausende von Jahren wird Musik eingesetzt, Musik, Tanz, um das Bewusstsein zu transzendieren. Super. Und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Verdacht, dass das eine der Krankheiten der westlichen Gesellschaften ist, dass wir verloren haben, diese Beziehung zum Ganzen herzustellen, dass wir sozusagen zu sehr gefangen sind im Denken und zu wenig in unserem Körper, zu wenig in dieser Verbundenheit untereinander. Ja, beides. Wir müssen uns in der Psychotherapie natürlich damit auseinandersetzen, welche Schwierigkeiten Menschen haben. Aber der Zugang zu einem ressourcenvolleren Leben, mit dem sie die Widrigkeiten besser überstehen können, ist natürlich darüber, dass wir die Stärken stärken und die Quellen öffnen, die sie so haben, dass sie Wohlbefinden und Freude in ihrem Leben erreichen. Wir sehen in der klinischen Arbeit ja immer mehr, wie wichtig diese nonverbalen Zugänge sind. Dass wir nicht nur darüber sprechen, was es für Schwierigkeiten gibt, sondern dass wir mit Menschen singen, mit Menschen Kunst machen, dass wir die Fähigkeiten stärken, die sie haben, miteinander umzugehen, aber vor allen Dingen auch die Fähigkeiten, an die eigenen Gefühle wahrzunehmen und kompetent mit sich und mit anderen umzugehen. Okay, wir arbeiten musikalisch mit einem musikalischen Projekt
an einer Schule für Erziehungshilfe, die eingegliedert ist in eine große Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit schwerst verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, hochtraumatisiert, missbrauchte, vernachlässigte Kinder und Jugendlichen. Im Rahmen des Schulalltags bieten wir da ein musikalisches Projekt an. Es wird an ganz vielem gearbeitet, nicht nur an der Friedfertigkeit. Es wird auch am Selbstvertrauen, an der Körperwahrnehmung und an alle möglichen anderen auch gearbeitet. Macht die Kinder psychisch stabiler, wenn man so will. Das ist natürlich auch bei Kindern, die Verhaltensprobleme haben. Die hören ja immer, dass sie aufhören sollen, so zu sein. Aber das geht ja gerade nicht. Muss man den Alternativen anbieten, sodass diese Krankheitssymptome eigentlich gar nicht ihren freien Raum bekommen, sodass sie sich irgendwann mal minimalisieren. Vielleicht ist ja gerade dieses Anderssein der große Schatz, den diese Kinder in sich tragen. Ja. Und vielleicht das zu fördern. Ja. Also, dass ich dann immer sofort im Klassenraum gemerkt habe, wenn was anders stand oder die Wörter gezählt habe in Büchern oder die Grammatikfehler ausgesucht habe und Kennzeichen von Autos und so. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich so reizüberflutet war, dass ich 10 Jahre kein Wort gesprochen habe und leider als wirklich schwieriger Fall in der Psychiatrie schon als Kind gelandet bin. Also ich habe auch immer so Rituale gehabt oder brauchte immer irgendwas in der Hand und habe viel geschaukelt. Das war vorhin mein erstes Kommentar zu Elke, dass ich gesagt habe, oh cool, schaukeln, ja das schaukeln will ich, liebe Schaukeln. Die wirkliche Langzeitwirkung, sage ich jetzt mal, um das so zu nennen, weiß ich nicht, ob man das jetzt so kann. Ich könnte jetzt keine Studie irgendwie festmachen. Was sicher zu verzeichnen ist, dass diese Kinder aus diesen Stunden bei uns sehr viel friedfertiger rausgehen und dieser Teil von Friedfertigkeit sicher weiter getragen wird, weil die Kinder ganz andere Verbindungen miteinander eingehen. Sie erleben diesen Teil von Freundschaft und Beziehung ganz anders wie das, was sie bisher irgendwie kennen. Und wir müssen keine solche großen Outdoor-Kletteraktionen irgendwie runterreißen, sondern wir haben einfach diesen gemeinsamen Teil von Singen. So wie ich bin, dann die Kraft, ja, ich schaff das. Und als Bestärkung, ich kriege das hin. Ja, das schaffe ich. Das kriege ich hin. Daumen hoch. Ich bin klasse, so wie ich bin. Probier was mal. Ich bin klasse, so wie ich bin. Ja, ich schaff das. Ich kriege das hin. Ja, das schaffe ich, das krieg ich hin. Ich bin klasse, so. Ich bin einmalig, möchte das Kind sagen. Ich bin besonders, ich bin liebenswert. Oder wie es im Lied heißt, ich bin klasse. Eine sichere, verlässliche Beziehung ist die Grundlage für eine Entwicklung. Kinder brauchen diesen sicheren, festen Boden, um irgendwann die Segel zu hissen, um aus dem Hafen herauszugehen und nicht den Anker zu werfen und furchtsam im Hafen zu bleiben. Kinder brauchen Bullerbü-Erfahrung. So wie Lasse und Ole loszuziehen und jeden Tag Bullerbü ein wenig neu zu entdecken. Und wenn man heute schaut, wie die Kindheit aussieht, dann ist mit Bullerbü wenig los. Ich war halt 10 Jahre leider echt in Psychiatrien, also wenig sogar davon im SOS Kinderdorf, weil die halt gar nicht wussten, was los ist. Und dieser Psychiater hat sehr viel Kontakt zu den singenden Krankenhäusern und kennt auch den Wolfgang Bossinger und hat mir dann 2 Jahre lang nur immer Lieder vorgesungen. Irgendwann sagte dieser Psychiater, ich soll in den Opernchor gehen und ich dachte, der spinnt wohl mit so vielen Menschen. Also wenn jemand sagt, mach das jetzt so und so und so und so, dann führt das bei mir zu totalem Stress. Und in der Musik war halt das Tolle, ich konnte mich da irgendwie einklinken, wann ich will. Und irgendwie gab es trotzdem schon eine stabile Gruppe, die halt existiert hat. Ich habe eine unglaubliche Berührung festgestellt, bei mir auch. Mir kamen auch die Tränen, weil ich glaube, in dem Moment spricht jemand so klar aus, was wir alle uns wünschen. Eben, wenn man wieder Gemeinschaft braucht, taucht man ein, wenn man sich wieder selbst als eigenständig spüren will, dann geht man wieder einen Meter zurück. Und ja, dass das einfach so
organisch, ohne Absprachen geht. Wir haben im Prinzip keine neue Form gefunden dafür, was früher in den Kirchen stattgefunden hat, dass die Menschen zusammengekommen sind. Und heutzutage müssen wir eine neue Form, eine neue Definierung finden, wo gemeinsam Emotionen geteilt werden können, wo gesungen werden kann, wo geweint werden kann. Und das gibt es eben noch nicht, nicht wieder. Die Kinder wählen sich den Rap, weil es eine einfache Art und Weise ist, um ihre Emotionen zu äußern. Und durch diesen starken Rhythmus, der in im Rap drin ist, werden die Emotionen eingeteilt. Die sind nicht mehr so überwältigend, die sind nicht mehr zu groß, sodass man sie nicht äußern kann, sondern über den Rap werden sie in kleine Teile oder kleine Päckchen verteilt. Und jedes Päckchen hat seine eigene Ladung. Und nach dem Rap entsteht meistens mehr Freiheit auch für das Singen und mehr Stimmraum, der dann benutzt wird. Ich war ja viele Jahre lang Lehrerin, habe mit meinen Kindern jeden Tag mindestens einmal gesungen in der Schule. Und die Kinder mussten bei mir die Lieder auch auswendig singen. Singen mit alten Menschen ist insofern wichtig und wertvoll, als dass es einfach eine Ressource von den alten Menschen ist, insbesondere von Menschen mit Demenz, weil die sich an die alten Lieder, die sie in ihrer Kindheit gesungen haben, noch besonders gut erinnern können, weil der Gedächtnisabbau bei Demenz rückwärtig verläuft. Zum Singen gehört auch dazu und zur Freude am Singen, dass man auch den Text kennt. Denn wenn man schon nach der ersten Hälfte der ersten Strophe anfängt, nur noch la 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 und du 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 zu singen, dann macht es einfach keine Freude mehr. Oder eben auf die Volksfeste, das war ganz groß. Wenn irgendwo Musik gespielt hat, dann ist man da hingegangen, um sich zu treffen. Und kennen alle Lieder auswendig, mit allen Strophen. Wir brauchen keine Liederbücher. Und diese Ressource zu fördern und darüber auch in Kommunikation zu treten, in Erinnerung zu kommen, das ist ein ganz wertvoller Bestandteil in der Arbeit mit alten Menschen. Ich komme zurück morgen früh. Und dann höre ich, Moment mal, was singt die denn da? Dann höre ich mal hin, höre ich nochmal, die Frau Mielke singt, Bella, Bella, Bella Marie, häng dich auf, ich knüpf dich ab morgen früh. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, bei Demenzpatienten und Alzheimer-Patienten zu erleben, wie sich das Gesicht verändert, wenn sie ein Lied aus ihrer Kindheit singen dürfen, alle Strophen kennt, nicht wissen, ob eben Kartoffeln oder Nudeln auf dem Tisch gab. Aber das Wertgefühl und die Lust und die Freude steigt in ihrem Gesicht. Und ich frage dann unsere Erzieher und Lehrerin, was werden unsere Kinder in 80 Jahren sein? Tonhöhenumfang zu erarbeiten, mit Glissando-Übungen, mit Rufübungen, mit Echo-Übungen. Zum Beispiel machen wir das noch einmal, dieses Hallo. 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 Gut, ihr seid die Ersten, sozusagen die Rufer, und ihr seid das Echo. Für Parkinson-Patienten ist das Singen deshalb so wichtig, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, sich besser zu spüren und die Lautstärke wieder neu zu entdecken in der Stimme. Den Satz zu sprechen, froh zu sein, bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein König, ohne das Gesicht zu bewegen und trotzdem zu sprechen. Eins, zwei, drei. Genau, Lautstärke ist nicht möglich. Parkinson-Patienten sind davon betroffen, dass sie sehr leise sprechen. Und der Hauptgrund, warum sie eine Kommunikationsstörung haben, ist eben die leise Stimmgebung. Und das können wir mit dem Singen wunderbar fördern, vor allem dann, wenn das Singen auch einen Transfer in den Alltag erlebt. Dieser Begriff Heilung ist ja eigentlich so heil werden im Sinne, dass wir in Kontakt mit unseren Gefühlen sind und Verbundenheit erfahren.
Und das, für viele Patienten ist es ein ganz wichtiger Baustein für die Krankheitsbewältigung, um da durchzukommen und nicht zu erstarren, lebendig zu bleiben. Aber es hat natürlich auch einen präventiven Charakter. Das Gesundheitssystem ist gut und es gibt Aspekte, die ich gerne damit reinbringen möchte. Ich sehe mich da auch so ein bisschen in der Prävention und das sehe ich auch als Aufgabe, dass wir stärker diesen Präventionsgedanken oder dieses, wir müssen eigentlich Gesundheit bewahren in der Gesellschaft, pflegen sollten und ja, Hilfe zur Selbsthilfe, dass also viel Bewusstsein entsteht, wie man gut für sich sorgen kann. Und es gibt so einen Spruch, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gut gesorgt. Das ist aber kein Selbstzweck, Gesundheitswesen oder Pflegesystem zu sein, sondern es geht immer darum, dass der Mensch gesund gemacht werden soll oder gepflegt werden soll. Und der steht eigentlich im Zentrum. Und da sind so Bausteine, wie dass man mit den Menschen singt, dass es Zuwendung gibt, dass man die Bedarfe und Bedürfnisse individuell auch bei den Menschen abholt und wahrnimmt. Das ist ganz wichtig, aber das ist in unserem System ganz viel verloren gegangen. Da muss umgedacht werden, da muss ein Paradigmenwechsel erfolgen. Und dann wird man auch mal zuhören, wie singende Krankenhäuser vielleicht sogar die Liegedauer verkürzen. Und wenn wir jetzt mit ihm singen, da spielt das keine Rolle, der kann auch im Liegen singen. Das heißt, er ist plötzlich wieder in der Gemeinschaft angekommen. Viele andere Beispiele, wo Singen wirklich ganz praktisch für Menschen in bestimmten Erkrankungen ein Zugang zu einer anderen Lebensqualität sein kann. Und über halt andere Formen wie Musik, wie Lachen, wie Malen, über diese Formen den Zugang und die Kommunikationsfähigkeit dann zu erreichen, statt der kognitiven die emotionale Kommunikation aufzumachen. Und das, glaube ich, muss die Gesellschaft noch mehr lernen. Ja, selbstverständlich. Schon aus eigener Erfahrung. Zum Beispiel schon das eine. Wenn man singt, dann muss man sich öffnen. Dann muss man sich körperlich aufmachen. Ich kann so singen. Gerade die einfachen, schlichten Lieder sind so, gehen so ans Herz, gehen so direkt in die Wirkung. Und das, da nehme ich für mich jetzt auch ganz viel mit. Ja, ganz lieben Dank.